Was sind deiner Ansicht nach die kräftigsten, die stärksten Trümpfe eines Langfristinvestors? Ich würde zwei nennen auf Anhieb. Also das eine ist der Zinseszins, dass man wirklich sagt, das, was ich einmal angelegt habe, generiert Geld. Dieses Geld lege ich wieder an und das bringt wieder Geld. Und somit habe ich dann einmal diesen Zinseszinseffekt, der sich aufschaukelt. Das ist also ein großer Trumpf. Und der zweite große Trumpf ist auf jeden Fall die Zeit, die man für sich arbeiten lässt. Also je länger man dabei ist, desto stärker schwillt eben dieser Dividendenstrom an. Und es werden ganz schnell am Anfang vielleicht aus einem Dollar Dividende 2 Dollar Dividende und dann werden aber daraus ganz schnell 4 und wer einfach mal sich überlegt, wie lange man etwas verdoppeln muss, bis es dann auf einmal 1000 oder 2000 oder eine Million wird, ja, da spielt die Zeit eine Rolle und da spielt halt dieser Zinseszinseffekt eine Rolle. Das sind aus meiner Sicht die beiden stärksten Trümpfe. Wenn man dann die entsprechende Ausdauer und den langen Atem hat, um das wirklich auch fokussiert zu betreiben, dieses Spiel, dann kann man gar nicht verlieren.